Zum Glück. Denn bei der nächsten Sprechstunde des Knochenbrechers warten die Tierbesitzer wieder geduldig auf die heilenden Hände des großen Ostfriesen. Diese Mopsdame hört zwar auf den Künstlernamen Shakira, aber mit dem Hüftschwung klappt es bei ihr nicht mehr so gut. So, Mops muss bei 3 auf rechts. Auf der Seite legen bitte. 1, 2, zack. Besitzerin Elisabeth Sperling und ihre Tochter hoffen, dass der Knochenbrecher ihren Liebling wieder einrenken kann. Wir gucken jetzt gerade die Bandscheibe an. Ja, so, stellen wir mal so hin. Hört das? Wie viel das knackt? Die arme Wirbelsäule. Schätzelein, das ist ein super Pupser, ne? Ja, ja. Deswegen heißt sie auch Shakira, ne? Setz doch mal hin. Das dauert bestimmt 14 Tage, bis so ein Hund wieder gerade laufen kann. Nicht mehr springen lassen. Die hat nichts im Sofa. Und wenn ihr wollt, dass er im Sessel kommt, sägt die Beine ab von den Möbeln. So, ein paar Probe. Ja, der ist besoffen noch, weil diese Nerven müssen sich 2, 3 Tage erholen. Und das haben Hunde wieder mit Männern gemeinsam. Ja? Wenn sie krank ist, was machen wir denn? Gebt denen ein Bier zu trinken. Drittel Flasche Malzbier am Tag, dann haben wir B6 bis 12. Das schwellen die Nerven wieder ab und im Gras laufen lassen. Dann kann er, der muss er nämlich irgendwo die Füße anheben. Versteht ihr? Okay. Er muss sich wieder schungeln, aber nicht aus dem Sessel springen lassen. Okay. Mhm. Wenn so eine Bandscheibe richtigen Schlag hat, seid ihr wirklich an der OP. Und dann kostet es Geld. Ein Haufen. Und ihr könnt euch immer das angucken. So viel dicker die Hunde, so viel mehr Stress hat Mutter mit ihrem Alten. Es ist ein Ersatz. Oder die Kinder sind aus dem Haus, dann wird Pfiffi tot gefüttert. Es ist einfach so. Das ist eben Art der Menschen. Beim nächsten Fall ist Detektivarbeit gefragt. Fee stellt ihre Besitzerin vor ein Rätsel. Die ist 4 und die stolpert immer und fällt hin. Die macht auch Überschläge mit dem Reiter zusammen. Und das wollen wir halt gucken lassen, weil die ist ja erst 4 und es wäre schade um das Pferd. Wenn die immer hinfällt, ist nämlich lebensgefährlich. Gell, Maus? Die unerschrockene Reiterin muss ihre Stute zuerst einmal vorführen. Denn am Gang der Pferde erkennt der Knochenbrecher häufig schnell, was dem Tier fehlt. Den Huf vorne rechts etwas außen kürzen. Sowieso, der Schmied ist überfällig. Warum, Schätzelein? Ja, okay. Bist du ein Schwarzwälder in echten? Bist du? Ja. Du bist ein echter Schwarzwälder. Ja. Schaut mal. Das ist ganz wichtig. Das wissen die Zuschauer alles gar nicht. Schwarzwälder haben nicht nur alle schöne Pferde, die haben doch wunderbare Frauen. Denn hieran erkennt man die echten Schwarzwälder Füchse. Und das sind nun mal die schönsten. Guck dir das eben an. Ja, das ist alles Natur. Alles Natur. Einfach klasse. Nichts aber gefährt. Wir suchen uns jetzt ein schattiges Plätzchen. Ja. Gleich wofür? Komm. Ob Tamme die saltoschlagende Stute wieder hinbekommt? Liegt die Ursache vielleicht bei der Schwarzwälder Füchsin? Der Knochenbrecher schaut zunächst dem Gaul ins Maul. Okay. Siehst du das? Da so? Ja, okay. Der rote Streifen, das ist eine Entzündung. Okay. Dann haben wir hier unten überall so kleine Zähne, die eigentlich verschwinden sollten. Aha. An dieser Seite kommt ein Zahn. Okay. Den kann man schon mal anritzen, der wird dann kommen. Der Zahnarzt sollte ein bisschen rein, lockern, weg. Okay. Das sind die Wolfszähne. Okay. Jetzt wollen wir uns die Trense angucken. Okay. Wo haben wir die? Gucken, was hier im Maule. Diese hat sie immer, ne? Hier haben wir ein anderes Problem und davon die Blasenbildung, die jetzt so schwach kommen. Hier ist eine Kupfereinlage drin. Aber euer Pferd hat eine Allergie auf Kupfer, darum kommen die Roten. Okay. Du hast das jetzt so super gut gemeint und hast dir tatsächlich eine Arschkarte gezogen, du Knapper. Der 52-jährige Ostfriese steht im Ruf, einer der weltbesten Tierchiropraktiker zu sein. Vorne ein bisschen ablenken, Leute. Wisst ihr, wie viele Tonnen das sind? Sattel drauf. Beurteile deinen Sattel. Wo sitzt du jetzt? Hier, ungefähr. Hier sitzt du mit dem Arsch. Ja.
Ist am Bein. Hier. Lass uns mal runtergucken. Ist da ein Bein? Wirklich mal? Ist da ein Bein? Da? Hast du da ein Bein gesehen? Nee. Und wieso sitzt du so? Ihr lasst das Pferd da tragen, wo er am schwächsten ist. Und dann kriegt er einen kleinen Stromschlag, wenn die Bandscheibe Druck kriegt. Pups, macht das denn? Macht er erst einmal so, dann gehen ihm die Vorderfüße weg und er liegt. Der Druck ist zu weit hinten. Den Sattel jetzt so irgendwie bauen, dass er waagerecht drauf ist. So. Dann sitzt ihr weiter vorne und den Bügel möglichst lang. Und dann kann er euch tragen, auch dich. Und dann kommt er dabei günstig durchs Loch, dann hört er stolpern auf. Er kann sich in dem Wirbel- und Nierenkanal hinten erholen. Ich hoffe, dass wenn dieser Sattel richtig dann drauf liegt, wenn das Schaumstoff dann unten drunter ist und dass keiner mehr dann runterfällt. Doch diesmal regt sich bei Tammes Tipp Widerspruch bei den Umstehenden. Eva-Maria Wieland ist selbst Tierheilpraktikerin und mit der Diagnose des Knochenbrechers nicht einverstanden. Sie hält den Sattel für absolut unpassend. Der hat keine Schulterprobleme damit, Schätzelein. Nur muss ich gucken. Wenn die jetzt. Wenn die jetzt hier oben zu eng, der kommt voll auf die Schulter drauf. Er kommt ja höher. Wo sollen die Leute die ganze Kohle gleich herkriegen? Hier hinten machen sie das Pferd Druck, kriegt die Niere Druck. Aber vorne kommt der Saat aus. Das ist alles verträglich. Wenn ich sehe, dass er völlig eng drauf liegt und er kriegt Druck, denn die Druckpunkte, wo es mir drauf ankommt, ist hier dieses Ding, da ist der Verteiler. Und da kriegt er, der kann jetzt wieder so gut laufen, der wird jetzt Gas geben. Dieser Sattel hier, das war für mich ganz eindeutig, dass der nicht auf das Pferd passt. Und ich stehe halt im Gegensatz zum Herrn Hanken bei der, ich habe die Meinung, dass es immer wichtig ist, einen passenden Sattel auf das Pferd zu finden und damit dann das Wohlbefinden des Pferdes und des Reiters zu unterstützen. Improvisieren oder neu kaufen. Die Streithähne stehen sich unversöhnlich gegenüber. Ich finde es gut, wenn Leute kritische Gesichtspunkte haben, warum nicht? Wir können ja alles ausdiskutieren, aber wir müssen ja immer vernünftig bleiben. Und auch sehen, was wird hier geritten. Sie reitet jeden Tag oder alle paar Tage mal eine Stunde auf dem Pferd, das ist ein reines Hobbypferd. Und für sowas ist das adäquat, wenn man sich so retten kann. Mittagspause. Zeit für einen kurzen Abstecher in die Weinberge des Schwarzwalds. Und wenn man hier guckt, hier die tollen Weingüter, wie sie gepflegt sind, das ist alles klassisch deutsch. Ich liebe dieses Land. Das Ziel, das Gut der Familie Mendle in Durbach. Juniorchef Thomas wartet schon auf den großen Ostfriesen. Hier geht's ja hoch wie bei uns am Deich. Geht alles gut? Ja. Gut hochgekommen? Du bist der Chef hier? Ja, ich bin der Thomas. Weißt du, es ist späten Nachmittag, der kommt nicht mehr alles so einfach hoch. Ja, genau. Mit dem Planwagen geht's hoch in Thomas Reich. Der Ostfriese fühlt sich wohl in ländlicher Umgebung, liebt die regionalen und deftigen Gerichte. Oh, jawohl. Fritos Blond. Immer, Ted, guck da nicht so hin. Das ist das Plättchen für Papa. Genau. Na dann, guten Appetit. Das Weingut selbst ist auch nicht gerade klein. 15 Hektar feinste Trauben. Die Winzerfamilie hat mit ihren Weinen schon mehrfach Preise gewonnen. Genau der richtige Platz für den Mann mit dem großen Durst. Ein ostfriesischer Weinwinzer. Ja. Der will in Augenhöhe die Trauben haben. Dann habe ich einen Tipp für dich. Dann machst du einfach einen höheren Stamm, der etwa auf der Höhe ist. Dann kannst du wirklich wunderbar im aufrechten Zustand herstellen. Das macht ihr doch alles für eure Größe fertig, die Stämme, oder? Ja klar, bei uns sind alle niedrig gewachsen. Als Pferdeflüsterer ist Tamme ständig auf Reisen. Er schätzt die bunte Vielfalt in Deutschland und bleibt doch immer durch und durch Ostfriese. Sehr zum Wohl. Oh, der hat aber einen Deckel. Der Wein wächst so richtig nicht bei uns. Er wird nicht süß genug. Die Trauben kommen. Das ist so. Aber wir finden den Ausgleich
in diesen wunderschönen ostfriesischen Frauen. Denn deren Süße ist mir in der ganzen Welt noch nie wieder so vorgekommen wie zu Hause. Doch bevor es heim an den Deich geht, gibt's noch eine Sprechstunde beim Knochenbrecher. Die lahmen Knochen, wo bist du geblieben? Hast du die Mappe? Startfrei. Bernhardiner Poldi macht seinem Frauchen große Sorgen. Er kann sich kaum noch bewegen. Gut verzeiht, Schätzlein. Nee. Hast ihn? Er bleibt stehen. So, nimm die Achterbahn. Oh, der knackt aber. Habt ihr Schotter am Haus oder wie sieht das aus? Nein, Pflaster. Bernhardiner ist, gerade wenn er in die Jahre kommt, immer ein bisschen gefährlich, weil dann ändert sich das Wesen und sie kriegen so ein bisschen dominantes Gebärden an sich. Und der beißt ihr den Arm ab, wenn er will. Der hat Kraft. Er darf nicht beißen, das ist das Wichtigste. Bernhardiner sind ja ein bisschen luschig. Du halt jetzt. Dass sie dir nicht den Finger abbeißt. Pass auf! Nur mit größter Mühe können Rücken und Pfoten eingerenkt werden. Dann kann er wieder ordentlich laufen, der kleine Bursche. Das sieht sehr gut aus. Komm! Der 5-jährige Bernhardiner ist wie ausgewechselt. Das Frauchen überglücklich. Eine alte Bekannte ist auch wieder auf den Beinen. Mops Shakira macht Fortschritte. Geht's besser? Die kann jetzt laufen. Jetzt sehen Sie, die kippt immer noch ein bisschen um, aber die konnte heute Morgen überhaupt nicht laufen. Sogar nicht Gassi gehen, gar nichts. Das heißt, ich habe die immer also hinten halten müssen. Und jetzt kann sie alleine aufstehen, kann sie alleine sich bewegen. Und was will ich noch mehr? So, ich brauch so, mein Schatz. Ja. Lauf du mit. Komm, hallo, mit. Komm. Lassie. Komm, mein Schatzi, komm, komm, her, komm. So. Komm, mein Baby, komm. Komm, mein Schatz. Das ist das, was wir so sehen. So, ich brav, ne? Schätzelei, komm hier, wir beide, ne? Wir können einen Schatz wieder weitermachen. Ja. Bis in 2-3 Tagen ein bisschen vorsichtig und geben ihm immer, auch wenn dein Mann später mal krank wird, immer Bier geben. Haben wir schon gekauft. Super, guck her. Zurück in Ostfriesland bekommt Tamme Hankten einen Hilferuf. Der Pferdezuchtbetrieb auf dem alten Gulfhof steckt in einer tiefen Krise. Susanne Wehrenbrecht züchtet hier Dülmener Wildpferde. Doch für ihre Fohlen findet sie kaum noch Käufer. Moin. Moin, Herr Hanke. Die Dülmener Wildpferde waren in Deutschland schon fast ausgestorben. Eigentlich hänge ich sehr an den Pferden. Aber das Problem ist, ich kann ja nicht alle Pferde behalten. Und wenn man Tiere züchtet und für das Zuchtprodukt findet man keine Abnehmer, stellt das ein Problem dar. Ein Platzproblem, ein finanzielles Problem. Seitdem diese Fohlen quasi auf der Welt sind, versuche ich, die zu verkaufen und keiner möchte Markt haben. Im Moment, das ist ja mit allen Pferderassen, ist ja saumäßig schlecht. Ja. Ne? Man kann froh sein, ja, aber die ersten, wenn die ersten, man die Unkosten reinkriegt. Ja, die kriegt man ja noch nicht mal rein. Meine ersten Fohlen, die waren verkauft, da waren sie gerade geboren. Und seitdem ist Ebbe. Wir gehen ja jedes Jahr zum Südladener Pferdemarkt in Holland. Habt ihr da schon mal was von gehört? Ja, gehört habe ich schon davon. Da waren Nachbarn. Das ist ein sehr großer, sehr großer Pferdemarkt. Und es ist ja immer so, was sind da für Preise? Jeder hat irgendwie eine Liebe zum Pferd. Und wie weit die Liebe geht, merkst du denn, was sie dir bieten. Susanne soll Tamme zum größten Pferdemarkt nach Holland begleiten. Dort wollen sie gemeinsam versuchen, ein Tier zu verkaufen. So, und das ist hier das Pferdchen. Was mit was mit soll? Zum Markt soll dann. Oh ja. Das ist die Gucci. Die würde ich dann mitnehmen. Wieso heißt das Pferd Gucci? Soll ich später mal eine Handtasche werden oder was? Früher wurde für so ein Tier viel Geld bezahlt, bis zu 3.000 Euro. Doch diese goldenen Zeiten sind vorbei. Eigentlich wollte ich 1.000 Euro aufrufen und ich weiß nicht. Probier das. Aber denk daran, es gibt nicht mehr, hier auch nicht. Nein. Die Wahrheit ist eine bittere Pille für die Züchterin. Ja, man muss gucken, das sind Hobbyleute, nicht? Das hat mit normaler Zucht und so wenig zu tun. Sie lieben diese Dülmener Pferde. Die Dülmener Pferde sind natürlich heute nicht mehr so an Geld, wie sie sich das wünscht. Aber wir werden sehen, was es morgen bringt. Es gibt hier verrückte Leute, die kaufen sich dann sowas wieder und
Wäre schön, wenn sie dem Pferd loszieht. Ab geht's zum Pferdemarkt nach Holland, in die kleine Stadt Südlaren. Südlaren gilt als einer der größten Pferdemärkte Europas. Ob Susanne Wehrenbrecht hier das seltene Fohlen an den Mann bringen kann? Tamme will ihr helfen, aber vorher selbst ein Schnäppchen machen. Mit einem Kumpel sucht er aber nicht irgendein Pferd, es muss schon ein spezielles Tier sein. Obwohl über 2000 Tiere im Angebot sind, merken sie schon beim ersten Rundgang, dass sie heute ein Problem haben. Wir suchen erstmal so wie jetzt einen Esel. Nee? Seine Frau will einen Esel haben, weil sie hat nur einen zu Hause und da muss einer bei. Den einen haben wir mitgebracht. Esel Nummer 2 soll aber auf jeden Fall weiblich sein. Guck ins Maul. Geh nach vorne. Peter Scheck, leichten Überbiss. Peter, du musst genaueste Untersuchungen machen mit den Esel. Hast du was gesehen? Ist nix. Ist nix? Das ist ja gerade das Schöne. Wer auf den Markt geht zum Handeln, hat auch Lust, sich bescheißen zu lassen. Oder man ist besser. Es ist immer eine Atmosphäre. Das war früher schon. Hier zählt ein Handschlag was. Hier gibt es kein Hin und Her. Verkauft ist verkauft. Dieser Esel macht schon einen besseren Eindruck. Tamme und sein Kumpel Peter wollen mit dem Händler ins Geschäft kommen. Wollt ihr sehen? Wollt, wa? Vielleicht geben die richtigen Papiere das wahre Alter Preis. Hör mal, ich gebe dir 400. Einkauf kostet viel mehr. Dann hast du zu teuer gekauft. Ja, genau. Aber die kriegt ihr schön wohnt nächstes Jahr. Der ist noch viel zu teuer im Moment. Ich halte mich schon auf meinem Stock fest. Jetzt muss ich mich noch mehr festhalten. Der Händler will 750 Euro und geht keinen Cent mehr runter. Doch nicht nur der hohe Preis ist ein Problem. Die Papiere passen irgendwie nicht zu dem Esel, der vor ihnen steht. Aber wenn ich die Einzeichnung, die passt nicht zum Esel. Heute musst du bei jedem Pferd einen Gesundheitsausweis haben. Und sie haben bei den Eseln nur Ponypässe. Also sie schummeln leicht. Aber da gibt es bestimmt einen wilden Holländer, der so ein Pferd kauft. Wir können ihn nicht gebrauchen. Wir wollen das reell haben. Susanne Wehrenbrecht versucht, ihre Dülmener Stute zu verkaufen. Es gibt zwar immer wieder Interessenten, aber die Züchterin wird ihr Pferd bisher nicht los. Jetzt naht Hilfe in Gestalt des XXL Ostfriesen. Er hatte versprochen, ihr beim Verkauf zu helfen. Wir wollen jetzt die 1000 Euro versaufen. Was ist mit Ihnen? Ja, ich denke, du hast jetzt schon eine Brieftasche. Nein, ich bin mit Fragpreis 1200 angefangen, dann auf 900 und war immer noch nichts. Aber da lege ich ja dann schon, jetzt war ich schon bei 600, dann lege ich ja 1000er drauf. Das ist nicht so der Hit. Dein nächstes Problem ist, wenn du weiter frisst, legst du auch einen 1000er drauf. Ja. Das, was du hier gewinnst, ist die Arbeit, die du sparst. Ja, preislich ist es ganz schwer. Also mein Wunschpreis von 1000 Euro, den kann ich mir abschminken. Ich denke mal 600 Euro und darunter gebe ich es aber nicht weg. Schätzelein, du darfst hier nicht so schüchtern sein. Du musst angreifen. Einmal eben hier auf der Straße hin und her. Jetzt geht er los. Susanne soll die Aufmerksamkeit der Leute erregen und ihre Stute offensiver anpreisen. Tammes Taktik scheint aufzugehen. Ein Händler aus Deutschland hat Interesse. Das Feilschen um den Preis beginnt. 600. Das ist eine Döbelner Stute mit vollem Papier. Das ist eine Rarität. Das kriegt man sonst nicht. Was sagst du denn? Schätzelein, das ist ein hübsches Pferd, oder? Ganz süß, ja. Hier muss man lang Tau halten, wie leicht der für dich ist. Siehst du das? Das stimmt schon mit dir. Das unglaublich ist das, wie der andere. Einmal dahin und wieder zurück. Da lauf mal ruhig mit durch. Jetzt 6 Stunden durchgefroren hier in der Kälte und das Pferd wieder mit nach Hause nehmen, wäre auch unbefriedigend. Und irgendwann frisst sie sich auf und dann muss man dann endlich mal einen Schlussstrich ziehen und in den sauren Apfel beißen. Wenn er jetzt 500 mit hinbringen möchte, dann sagen wir 500 Abholung. Von euch. Abholung bei uns, 500. Ja. Schlag ein. Okay.
Ah, das sind schwierige Geburten im Mordmialdörste. Susanne ist ihr Pferd endlich losgeworden. Zwar nicht zum gewünschten Preis, aber dank Tamme hat sie jetzt ein Problem weniger auf der Koppel. Peter, ich bin sowas von unterhopft. Wenn ich jetzt eine Bierbude anlaufe, werde ich den Markt nicht überstehen. Und der Ostfriese ist ja auch für seinen großen Durst bekannt. Pass auf, und jetzt kommt's. Ich schmeiß auch hin. Na dann, Prost. Knoten bricht der Blut.